Ich bin ja so müde. Ich will endlich mal wieder einen richtigen Film gucken. Verdammt! Deep Web Triple X. Die Fortsetzung der Vorgänger, irgendein Teil von Sacrifice, von Torment, keine Ahnung. War mir zu blöd. Unearthed Films. Too extreme for mainstream. Kommt uns sehr bekannt vor, nicht wahr? Kommt uns bekannt vor, ja. Stand ja auch bei Torment drauf. Und der Einzige, der gelitten hat, war der Zuschauer. Oder sagen wir mal, der Zuschauer hat am meisten gelitten. Torment und Deep Web Triple X. Ich weiß, ist das überhaupt ein richtiger Film? Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein richtiger Film ist. Ich weiß nicht. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich daraus überhaupt einen Autopsietisch machen soll oder nicht. Weil ich bin so verwirrt. A horror anthology taken out of the headlines of the deep dark web. Witness short films that will make your head turn and your toes curl. Definitely not for the squeamish. Also, der Gedanke von diesem Film, von Deep Web Triple X, ist es, dass irgendein Typ, der ist in seiner Wohnung, wissen wir nicht so genau, der lädt sich ein Browser für privates, für Inkognito-Surfen lädt er sich runter und da geht ja schon mal die Musik hoch. Oh, der will im Internet nicht gefunden werden. Ne? Ich finde, so in der heutigen Zeit hätten sie vielleicht zeigen sollen, wie er sich ein VPN installiert oder so. Egal. Jeder, der nicht entdeckt werden möchte im Internet, der führt was am Schilde. Ja, das wird ein ganz verrückter Wahnsinniger sein. Okay, jedenfalls, unser Hauptcharakter fängt dann an, geht auf irgendeine Webseite. Ich werde euch jetzt die Webseite einfach nicht sagen, am Ende gibt es die noch. Wie gesagt, Deep Web, Triple X, Deep Web, Dark Web, das sind so die Seiten im Internet, die durch Suchmaschinen nicht gefunden werden, nicht durch normale Suchmaschinen, die man irgendwie direkt ansprechen muss oder so, die bei irgendeinem Typen in Weißrussland im Keller auf seinem Computer laufen oder sowas. Nichts, was man einfach so findet, was man halt kennen muss, um es zu finden. Und der kennt halt irgendeine Seite und guckt sich da kranke, illegale Sachen an. So. Das ist so die Idee dahinter. Der ist also auf dieser Videoseite für illegale Inhalte, für Leute, die irgendwie ihre Verbrechen gefilmt haben und da hochgeladen haben. Und der guckt sich das an. Mehrere Videos. Und diese Videos sind der Inhalt des Films. So. Jetzt passiert aber in den Videos leider nichts. Also, bis zur Hälfte des Films war mein Zettel leer. Wie lange geht der? 77 Minuten. So. Und bis 45 Minuten oder so ist meiner Meinung nach nicht mal Blut geflossen. Also es ist einfach nichts passiert. Und ich habe mich ganz oft gefragt, ist das jetzt überhaupt ein Film? Oder ist dieses Triple X hier das, was es erstmalig vermuten lässt, dass es gar kein Spielfilm ist, sondern einfach nur ein getarnter Porno oder sowas? Und ich war mir immer wieder nicht sicher, aber hier steht Unearthed Films, was steht hier? Ah, in cooperation with Trash Arts. Was für ein großartiger Studioname. Also dieser Film, der kam mir einfach nicht wie ein Horrorfilm rüber, sondern er kam mir vor wie ein Porno, der nie zur Sache kommt. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, dieses Mal im Vergleich zu Torment Geschlechtsteile aus beiden Lagern. Ne? Diesmal nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Großartig, das ist Gleichberechtigung. Also, das ist dann dieser Punkt too extreme for mainstream, so wie wir es auch schon in Torment gesehen haben. Penisse gibt es hier satt. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte euch jetzt die einzelnen Videos beschreiben, die der guckt. Aber das macht nicht wirklich Sinn. Denn
Was? Okay, es gibt drei Splatter-Szenen. Moment. Eins? Ja, vielleicht ein paar mehr. Egal. Wir wollen nicht unfair sein, nicht wahr? Also, bevor ich jetzt weiter auf den Film eingehe, sagen wir einfach mal, was es für Szenen gibt. Wir sehen. Also, der Film versucht irgendwie hart zu sein. Und in den ersten zwei, drei Videos, die der guckt, jedes geht so 10, 15 Minuten, da versucht dieser Film, Videos darzustellen aus der BDSM-Szene, die aber überhaupt nicht hart sind. Also, wenn es wird oft auf Ärsche geklatscht. So, okay, ne? Aber so sanft, so vorsichtig. Es ist wirklich interessant. Ich meine, es sind ja Schauspieler, ne? Die wollen sich ja nicht verletzen. Aber hier steht, auf der Packung oben, habe ich ja schon mal gezeigt, da steht too extreme for mainstream. Und dann kommt der Film, der zu extrem ist für Mainstream. Und da wird jemandem auf den Arsch geklatscht. Mann, der härteste Film aller Zeiten. Großartig. Ah, wirklich so. So hauen die zu. Ich sag ja nicht, ich muss unbedingt sehen, wie jemandem sein Arsch blutig gekloppt wird. Aber ein too extreme for mainstream. Und die Klatscher, sie mussten die Klatscher mit so einem Wuschgeräusch untersetzen, damit es so klingt, als hätte er hart ausgeholt. Es sind die lahmsten Klatscher aller Zeiten. So. Und es wird sich auch nicht mal Mühe gegeben, den wenigstens den Hintern ein bisschen rot anzumalen, damit es so aussieht, als hätten sie eine Blessur. An anderer Stelle wird jemand ausgepeitscht mit so einer Peitsche, die halt für solche Spielchen gedacht ist, ne? Nicht mit einer Reitgerte oder sowas. Und man sieht wieder wie der Peiniger das richtig und vorsichtig macht, damit er seinen Gefährten, seinen Mitspieler, wie auch immer, nicht verletzt. Und als er ihn das erste Mal mit der Peitsche immer wieder auf den Hintern schlägt, hat er noch ganz viele blutige Strieben und das soll so aussehen, als hätte er ihn schon blutig geschlagen, aber rundherum keinerlei Blutergüsse, der Hintern ist nicht mal rot angelaufen, er hat einfach nur die roten Striche drauf, die implizieren sollen, dass da schon eine offene Wunde ist. Und je länger er zuklatscht, desto weniger offene Wunden werden es, weil er mit der Peitsche so sanft zuschlägt, dass er ihm den Hintern sauber wischt und das Kunstblut abwischt. Es ist so schlecht! Es ist so, so schlecht gemacht! Oh mein Gott! Und das ist halt überhaupt, es ist halt überhaupt null intensiv. Ich weiß nicht, das ist in dem Punkt überhaupt kein Horrorfilm. Das war total albern und lächerlich. Was ist das denn? Okay. Aber es gibt ein paar Splatter-Szenen. Es gibt ein paar Splatter-Szenen. Jetzt abgesehen mal von den Damen, die sich im späteren Verlaufe des Films zu Tode kotzen. Ich weiß nicht, muss man das wirklich erwähnen? Die übergeben sich ein paar Mal, dann spucken sie Blut und plötzlich sind sie tot. Das ist so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Ist das erwähnenswert? Das ist jetzt eigentlich kein großer Schauwert. Jedenfalls gibt es eine Szene, einer von denen, der dem anderen erst den Arsch ausgepeitscht hat oder so, der fängt dann an und steckt ihm dann natürlich was in den Hintern und Finger und Hand und dann ist er irgendwann bis zum Ellbogen verschwunden und dann fängt der Kollege plötzlich an, Blut zu spucken und ich wundere mich, warum das denn jetzt? Und dann kommt ihm plötzlich die Hand aus dem Mund wieder raus. Das heißt, der Typ hat ihm den Arm durch den ganzen Körper gesteckt. Und es war so lächerlich und so albern. Es war halt auch null wie ein Horrorfilm inszeniert. Es war total dämlich. Es ist eine blöde Idee und etwas, was wir in Cannibal Holocaust, glaube ich, schon mal gesehen haben, aus den 70ern, wo die aufgespießt werden. Naja, anderes Thema. Aber das war ein sehr, sehr lächerlicher Effekt. Sehr albern und nicht im geringsten ernst zu nehmen. Später sehen wir dann in einem weiteren Video, das er sich anguckt,
wie eine Frau gefesselt ist und mit so einer Banderole, damit sie nichts sieht. Und die wird irgendwie gefüttert. Und irgendwann bekommt sie irgendeine Art Slushy-Eis oder irgendwie sowas. Das war undefinierbar. Sie kriegt erst ein paar Erdbeeren, dann kriegt sie Gummiwürmer zu essen. Und dann kriegt sie irgendwie Nutella und ein bisschen. Was war das noch? Ich weiß nicht. Sie geben ihr lauter leckere Sachen zu essen. So. Und dann kommen sie mit diesem Slushy-Eis und da hauen sie dann irgendwann ein paar Reißzwecken rein und zwingen sie das zu essen und kleben ihr das dann mit Klebeband zu, damit sie die Reißzwecken schlucken muss. So. Davon sieht man nicht groß was, aber während die damit beschäftigt ist, kommt eine der zwei Peinigerinnen an und steckt sich so eine Metallklauen auf die Finger und reißt ihr mit einer sehr schönen Bewegung, und das ist ein guter Effekt, kann man nichts gegen sagen, reißt ihr die Kehle raus und da sprudelt dann das Blut raus und die beiden Damen halten so die Hände vor die klaffende Wunde, sammeln das Blut auf und schmieren sich dann gegenseitig damit ein. So, das ist, man muss dem Film das lassen, das ist ein guter Effekt. Der offene Hals hier, das ist tatsächlich gut. Aber das ist zu wenig, als dass es erst nach einer Stunde kommt. Das ist jetzt kein Grund, den Film zu gucken. Ich weiß nicht, wer den Film gucken sollte. Niemand. Ich weiß nicht, er hat null Anreiz. Es passiert einfach nichts. Zum großen Teil ist es langweilig. So. Dann sehen wir in dem letzten Video, was er guckt, sehen wir natürlich, wie sich jemand den Penis abschneidet. Muss ja sein. Ein kleines Küchenmesser schneidet sich so zur Hälfte ein und dann steht er irgendwie da, hält seinen noch zur Hälfte am Körper befestigten Penis fest und knickt den so nach unten, damit die Wunde schön aufgeht und da das Blut richtig schön raussprudeln kann. Nachdem er das eine Minute gemacht hat, setzt er sich wieder hin und schneidet den Rest auch ab und schmeißt den Penis weg. Ja, gut, muss er sich unbedingt Penis. Ich meine, ist ja kein Independent Underground Horrorfilm, wenn sich nicht irgendjemand den Penis verstümmelt, nicht wahr? Richtig. Wäre ja nicht das Gleiche. So. Und nachdem dieses Video vorbei ist, ist fast praktisch der Film vorbei, weil dann steht und nämlich unser Typ, der vor dem Computer sitzt, steht dann auf, macht so ganz langsam den Computer zu und sitzt dann da so und das wirkt wirklich so, als ob er sich so überlegt, was habe ich nur für Lebensentscheidungen getroffen, die mich an diesen Punkt gebracht haben. So als ob er irgendwie alles bereut, was er getan hat. Scheiße, hätte ich diese Seite nie geöffnet. So sitzt er denn da. Okay, jetzt kann vorbei sein, weil ich überlege auch, warum ich mir jetzt diese Stunde den Film angetan habe und vorher Torment geguckt und in der gleichen Zeit hätte ich wunderbar The Outer Worlds spielen können. Das hätte mehr Spaß gemacht. Aber gut. Der Punkt ist, der macht seinen Computer aus. Und als der Film da nicht vorbei ist, wusste ich schon, okay, der hat sich nur Inspiration gesucht. Er geht rum in seiner Wohnung, ins Bad und da liegt ein nackter Typ bei ihm in der Badewanne gefesselt. Und der scheint schon tot zu sein, denn er bewegt sich oder äußert sich überhaupt nicht zu dem, was er ihm antut. Nämlich kommt er mit einer Flasche mit irgendwas drin, sieht aus wie Wasser, aber es wird wohl Säure sein. Und gießt ihm das so ein bisschen über und da gibt es irgendwie eine ein-, zweiminütige Ansicht, wie sich die Säure so ein bisschen in den Oberkörper reinfrisst und wie sie ihm so das halbe Gesicht zersetzt und dann das Gebiss zum Vorschein kommt und Augenhöhle und das Auge hat sich aufgelöst. Das sieht gut aus. Also, was heißt gut, ne? Es sieht furchtbar aus. Aber es ist ein gut gemachter Effekt. Also, wir wollen nicht unfair sein. Dieser Effekt mit der Säure. Das sieht zu Anfang ein bisschen albern aus, wo sie dann nur das Wasser so ein bisschen grün einfärben und dann fängt es an zu dampfen, aber der Effekt aus dem Standbild, weil er seine Kamera auf einem kleinen Dreibein aufgestellt hatte, aus dem Standbild, wo sich die Säure durch den Körper frisst, das ist tatsächlich gut gemacht. Wobei ich jetzt gerade denke, da die Kamera stillsteht und fixiert ist und der Typ soll tot sein, das heißt, er muss sich nicht einmal bewegen, indem er atmet oder sowas, könnten das wirklich zwei Standbilder gewesen sein, die sie einfach mit einer Wischblende ineinander übergeblendet haben, weil sich die Säure so langsam durchkriecht, als wäre sie irgendwie ein Organismus oder so, der sich fortfrisst. Genau, das wird es gewesen sein. Sie hatten eine Aufnahme. Scheiße. Sie hatten bestimmt eine Aufnahme von dem Schauspieler, wie er da liegt, und dann haben sie mit Photoshop drüber gemalt, bis sie sagten, ja, jetzt sieht er aus, als wäre er von Säure zerfressen, und dann haben sie da eine Blende drüber gesetzt und das war der Effekt. Ein bisschen Schleimgeräusch drüber, fertig. Aber es sah gut aus.
In einem Moment dachte ich, der Kiefer würde abfallen, aber es wäre eine Bewegung gewesen, wäre ja albern. Nein, das ist jetzt unfair, das sieht gut aus. Aber es ist einfach, daraus besteht der Film. Und die meiste Zeit besteht der Film einfach aus Langeweile. Das erste Video, ich meine, die meisten Videos haben einfach so irgendwie gar keine Sounduntermalung. Man hört die Leute nicht sprechen, man hört keine wirklichen Geräusche. Und es gibt keine atmosphärische Musik, sondern einfach nur irgend so ein Grundsummen. Wisst ihr, was ich meine? Oder halt so eine ganz monotone Musik, die aber null aufdrückend ist, die irgendwie nicht auffällt, wo man auch einfach die Nachrichten drüber vorlesen könnte. Wisst ihr, was ich meine? So eine total unaufdringliche Musik, die läuft dann da und so keine anderen Geräusche. Weil das erste Video, das sind praktisch die ersten 15 Minuten des Films, das ist irgendeine Party oder so, wo scheinbar nur Frauen eingeladen sind und alles ist in rotes Licht getaucht. Also der ganze Film ist praktisch monochrom in Rot. Also dieses Video, diese Viertelstunde, nicht der ganze Film. Der Film hat verschiedene Looks. Er wird auch teilweise grün, also schwarz-weiß und also plötzlich in Farbe. Alles gut. Aber dieses erste Video, die ersten 15, 20 Minuten ist so komplett in rotem Licht und die Frauen stehen da so im Kreis und amüsieren sich oder so. Und dann kommt irgendein fetter Typ rein und erst füttern sie den und dann machen sie sich über ihn lustig und dann peitschen sie ihn sehr vorsichtig aus und dann pinkelt die eine auf ihn und dann verschwindet er. Und dann kommt ein attraktiver Typ, irgendein muskulöser, gut gebauter und der scheint ihnen besser zu gefallen und ich habe vergessen, was sie mit dem machen. Also total belanglos. Also ich dachte echt, in dem Video passiert jetzt irgendwas. Die Frauen werden die Männer, die da jetzt reinkommen auf ihre Party, weil das alles irgendwelche kranken Mörder sind oder so, die werden sich jetzt irgendwelche unschuldigen Opfer holen auf ihre geheime Party und die dann da schlachten und eine Blutorgie oder sonst was. Oder die werden die irgendwie auseinanderreißen oder die machen halt irgendwas mit denen. Aber es ist halt nicht schlimmer geworden, als dass er relativ harmlos ausgepeitscht wurde, dann haben sie ihm ein bisschen Kuchen ins Gesicht gedrückt, ein bisschen Sirup über den Kopf gegossen und dann wurde er angepinkelt und dann durfte er gehen. Die haben den nicht irgendwie getötet oder? Also, das ist einfach, das würde ich einfach erwarten von einem Horrorfilm. Too extreme for mainstream. Ich kann es gar nicht oft genug zeigen. Too extreme for mainstream. Mein Gott. Und übrigens hier, die Dame hier auf der Rückseite kann ich ja sogar zeigen, die ist auf dem Cover zensiert, ja? Das habe ich jetzt nicht selber zensiert, die ist auf dem Cover zensiert. Das ist von einem Video, man sieht immer wieder seinen Browser und wie der die einzelnen Videos anklickt. Und dieses Video heißt Crucifix. Hier steht übrigens Full Length Extreme Video, also ist nichts gekürzt, weil manchmal gibt es ganz seltsame Cuts drin und dann das eine Opfer, der ging es körperlich gut, die war psychisch zerstört, aber der ging es körperlich gut. Und dann gibt es so einen Schnitt und dann ist sie plötzlich überall so ein bisschen blutig. Und ich denke, wo kommt denn das her auf einmal? Warum war da ein Schnitt? Fast, das wäre der Film gekürzt, aber es wäre ja albern. Der Effekt mit der Säure ist viel martialischer. Der Punkt ist, die Name, die hier, Crucifix, die sie hier so schön zensiert haben, weil sie im Film nackt ist. Ja, die steht da in der Kirche, ist an den Händen so angekettet und steht da so. Und da ist irgendwie eine Nonne, die erst ein bisschen betet oder singt oder so. Und dann geht sie zu der Frau hin und dann ist das Video vorbei. Dann kommt das nächste Video. Das ist voll für den Arsch. Es passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Die BDSM-Szene ist mega lang, wo der eben den ganzen Arm durch den Körper steckt. Was? Ich meine, klar stirbt er davon, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es möglich wäre, aber ich glaube, da braucht man einfach so viel Kraft für, das schaffst du nicht. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist total für den Arsch. Was für ein Schrottfilm. Was für ein Scheiß. Und ich hab $30 dafür bezahlt. Für die, die den letzten Film nicht das letzte Video nicht gesehen haben, den letzten Autopsietisch, ich habe, wie gesagt, den gibt es von Unearthed Films.
Hier steht's, Unearthed Films, auf der Webseite vom Studio kann man den bestellen. Ich würde es euch nicht empfehlen, ich meine, warum? Hier gab es jedenfalls das Poster dazu. Das sieht sogar ganz cool aus, das ist halt furchtbar geknickt. Hier ist nochmal das Cover als Poster. Und da habe ich hier auch, weil ich auch Torment bestellt habe, habe ich hier von Torment auch das Poster bekommen, A3 Format. Und hier auch nochmal das Cover von Torment. Das sieht gut aus, ist in Ordnung. Dann gab es hier noch eine Sammelkarte von Song of Solomon. Oh! Das ist keine Sammelkarte, das ist ein Aufkleber. Ihr seht ja das hier. Das ist hier so auf der Rückseite so ein bisschen perforiert. Oh, ihr seht das sogar, großartig. So, das ist ein bisschen perforiert, deshalb würde ich denken, das ist ein Aufkleber. Jetzt finde ich es sehr interessant, das müsste ich mal probieren. Und denke, bis hier noch eine Karte, Revenge is a middle name. Ja. Ich war interessiert, aber jetzt nachdem ich Deep Web Triple X gesehen habe, weiß ich nicht, ob ich von dem Studio überhaupt nochmal irgendwas brauche. Denn hier ist auch Atros. So, directed by Lex Ortega, der mir irgendwas sagt. Und hier Deodato, der Director von Cannibal Holocaust. Interessierte mich eigentlich, aber nachdem ich jetzt Deep Web Triple X gesehen habe, wo ich schon von Torment so enttäuscht war und dachte, okay, viel niedriger können wir jetzt nicht mehr fallen. Da ist Deep Web Triple X gekommen und hat einfach null zu bieten. Niemand sollte diesen Film gucken. Nicht, weil er furchtbar grausam ist, sondern weil er langweilig ist. Er ist eine Verschwendung von Zeit und, was vielleicht wichtiger ist, eine Verschwendung von eurem Geld. Du kostest $30 im Shop. Aus Amerika. Ne? Versand auch noch. Glaube ich. Nehme ich nicht beim Wort. Aber fast 30 Euro. Für diesen Schund. Ich habe ihn geguckt und gekauft, damit ihr es nicht tun müsst. Dankt mir mit einem Like auf dem Video und einem Abo vom Kanal. Ach, ich komme mir ganz schlecht vor, wenn ich sowas sage. Ach, ja, es ist aber... Es ist nicht so geil. Wisst ihr, diese Zettel hier, die ich schreibe, die tue ich mir immer noch in die Verpackung rein. Das war nämlich etwas, was ich ursprünglich für mich machen wollte, wenn ich einen Film gucke, dass ich die Effekte, die es in dem Film gibt, auf den Zettel schreibe und mit in die Verpackung lege, damit ich, wenn ich einen Film suche mit einem bestimmten Effekt, weil ich den Effekt nochmal sehen will und sehen will, in welchem Kontext er steht, weil der mir so gut im Gedächtnis geblieben ist, dann kann ich durchgucken, in welchem Film dieser Effekt vorgekommen ist. Dafür müsste ich es digitalisieren. Aber deshalb hebe ich diese Zettel sogar immer auf, damit ich irgendwann nachvollziehen kann, in welchem Film dieser Effekt war. Und ich denke, ich werde das irgendwann nochmal digitalisieren, damit ihr das dann auch nochmal durchstöbern könnt auf nurkram.de/autopsietisch. Ja. Also das wird jetzt nicht ein Autopsietisch-Video geworden sein, aber es ist nicht wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes. Also irgendwie... Ich weiß nicht, Mann. Er war einfach schlecht. Übrigens in dem einen Video, wo der eine Typ eine Frau entführt hat, da wurde die ganze Zeit sein Gesicht zensiert, so verblurrt. Die in den anderen Videos haben die meistens Masken auf oder so. Es ist ja im Deep Web, man möchte hier nicht erkannt werden. Da wird er zensiert und da wird auch seine Stimme verfälscht. Aber so stark, dass man ihn nicht mehr versteht. Ich glaube, was er zu seinem Opfer sagt, ist nicht sonderlich bedeutsam, das ist nicht wirklich wichtig. Wahrscheinlich sagt er nur, halt's Maul, sei ruhig, das reicht ja aus. Aber man versteht ihn halt überhaupt nicht. Vor allem ist seine Stimme und die Stimme von seinem weiblichen Opfer, also zwei sehr verschiedene Stimmlagen, beide auf der gleichen Soundspur. Und dieser einen Soundspur haben sie, wenn der Typ geredet hat und manchmal auch in seinen Redepausen, diesen Effekt zum Verfälschen der Stimme hinzugefügt. Das heißt, während er redet und die Frau ein bisschen winselt, hört man ihre Stimme, die aber auch verzerrt wird. Aber halt auf eine andere Art und Weise und das klingt total albtraummäßig. Weiß nicht, ob das gewollt war. Und wenn er halt aufhört zu reden, dann geht normalerweise der Effekt weg, aber manchmal macht er irgendwie eine 10-sekündige Pause und redet dann weiter und in der Zwischenzeit winselt sie und dann ist ihre Stimme immer noch verzerrt, weil der Effekt nicht weggenommen wurde. Das ist ganz seltsam. Hätte ich nachsynchronisiert. Aber egal. Es ist ein... Mann. Das ist einfach... ein schlechter Film. Der macht keinen Spaß. Der ist nicht interessant. Meine, der Effekt mit der Kehle, okay, der ist gut. Sieht man wahrscheinlich in anderen Filmen auch. Der Säureffekt ist auch gut. Hat man auch schon woanders gesehen.
Also ich erinnere nur mal an die Säureszene aus Saw 6. Ganz fantastisch. Ich meine, nicht übers Gesicht, aber Mann, denn guck doch The Dark Knight mit Two-Face. Der sieht auch so aus. Mann, alles bessere Filme als der Schund hier. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass der mir so wenig gefällt. Von dem hatte ich mir sogar mehr erhofft als von Torment. Nicht erst nachdem ich Torment geguckt hatte, sondern sogar davor, weil mir die Prämisse davon viel besser gefallen hat. Oh, die haben hier einen Spielfilm, aber in Wirklichkeit sind es 5, 6 Kurzfilme, die alle nur eine Viertelstunde gehen. Tolle Idee, da haben sie bei jedem Film eine verrückte Idee und können die Leute auf ganz wahnsinnige Art und Weise sterben lassen und total spektakulär und das muss keinen Zusammenhang haben. Und jeder fände das in Ordnung so. Und was ist, kommt so ein Scheiß bei raus? Die Idee war echt gut. Aber umgesetzt haben sie es einfach nicht. Oder nicht richtig. Ja, bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.